Auch wenn es nur für eine kurze Auszeit ist, Ferien sind doch immer etwas Schönes. Einfach mal wegfliegen und den Alltag für ein paar Tage hinter sich lassen. Aber was können wir denn machen, damit das gute Gefühl schon beim Fliegen mit dabei ist? Mit Bewegung, Ernährung und Psychologie können wir selber etwas zu einer angenehmen Reise beitragen. Das ist Concordia TV zum Thema Fliegen. Ja, es ist sehr wichtig für uns, ab und zu dem Alltag zu entfliehen, denn für viele Menschen sind Kurzurlaube auch von 2 oder 3 Tagen schon sehr erholsam. Die Reiselust löst in uns eigentlich 2 Dinge aus. Loslassen, zur Ruhe kommen, entspannen, aber auch Neues erleben, Spannendes erleben wollen. Von einem langen Flug möglichst leicht essen, nicht üppige Mahlzeiten, weil man möchte ja entspannt und ohne Beschwerden einsteigen in Flüge und sich freuen auf die Ferien. Während einem langen Flug ist das Trinken sehr wichtig. In der Regel ein Glas pro Stunde in Form von Tee und Wasser, weil die Feuchtigkeit eben doch sehr tief ist im Flüger. Das trocknet die Schleimhäute aus. Und viel trinken heisst auch, man muss mehr aufs WC. Und das hat gerade nochmal ein Plus. Weil Bewegung, das heisst eben auch, dass das eine gute Thromboseprophylaxe ist. Auf Langstreckenflügen in Bewegung bleiben ist nicht so einfach, aber trotzdem möglich. Man sollte ab und zu aufstehen und die Beine ein bisschen lockern, den Kreislauf wieder in Schwung bringen und auch Übungen im Sitzen machen. Übungen, um sich im Flugzeug locker zu machen, gibt es ganz viele. Auch auf engstem Platz kann man doch all unsere Muskeln und Gelenke können wir gut bewegen. Wir können Gelenke mobilisieren, Fußgelenke, die Knie, auch die Hüfte. Also da haben wir sehr viele Möglichkeiten, die Muskeln anzuspannen und wieder zu lockern und so den Kreislauf immer wieder in Schwung zu halten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie mehr möchten zum Thema Fliegen erfahren, informiert Sie Concordia auf concordia.ch, im Kundenmagazin Care oder im eCare. Ich wünsche Ihnen einen ganz guten Flug und sage Danke und bis zum nächsten Mal bei Concordia TV.